Die höchste Ebene ist jetzt die, wo Sie merken, auch Form zu sein, ist nicht das Letzte. Und wenn ich jetzt von Ebenen spreche, sehe ich das eher so gar nicht alternativ, das eine muss vernichtet werden, sondern eher so, das ist jetzt wieder mein etwas weibliches Bild, wie eine Torte. Also der physische Körper ist ja gut, ist der Tortenboden, sonst wären die folgenden Cremeschichten alles Matsch. Also das würde ja nur so ineinander fließen und dann gibt es ja auch noch gute Trennschichten, vielleicht aus Buttercreme und sowas. Und dann damit die Früchte da auch wieder nicht reinsacken. Also wir sind vielschichtig tatsächlich als Menschen und mit jeder Ebene haben wir Zugang zu einem bestimmten System. Und jetzt die höchste Ebene ist die der Formlosigkeit. Die Inder sagen auch Brahman ist Atman. Die Buddhisten wieder Form ist Leere, Leere ist Form. Du bist gleichzeitig Gott und Mensch. Also dieses Glaubensbekenntnis vere Deus, vere Homo. Licht vom wahren Licht. Wir haben ja auch so ein ausführlicheres Glaubensbekenntnis. Sprechen Sie es über sich und singen Sie Weihnachtslieder über sich. Also das ist dieses Ziel, auch Einheit als geformtes, völlig begrenztes Wesen mit der höchsten Ebene von Formlosigkeit. Und wieder ist es Teilhabe. In der griechischen ursprünglichen Theologie, Erlösungsbegriff ist Metaxis, Teilhabe. Da geht es eben nicht um Sündentransfer und so einen Deal und Anerkennung, sondern da ist etwas, es gehört uns schon. Und so haben wir auch Anteil am Sein der Formlosigkeit. Das ist eben der Vater, das Ungeformte, erschafft die Welt im Sohn. Das sind so uralte christliche Formulierungsversuche. Und insofern, diese Menschengestalt ist die erste sichtbare Form, wie wir das Ungeformte, den Vater erkennen. Und gleichzeitig ist es aber auch unseres. Noch mein Gedanke von vorhin zu Ende. So ein Mystiker wie Angelus Silesius sagt ja, und wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, so bliebst du doch verloren. Es geht um die Gottesgeburt im Menschen. Maria hat ja auch eine ganz wichtige Rolle im Mönchtum, denn sie gilt in der Orthodoxie Theotokos, also Gottesgebärerin. Und letztlich auch so Menschen wie C.G. Jung haben schon längst erkannt, dass sie eigentlich sowas ist, wie dass wir das mal als Form sehen, die von Liebe erfüllte Menschheitsseele, also eigentlich die ans Ziel gekommene, ans Entwicklungsziel gekommene Menschheitsseele. Und wenn wir voller Liebe sind und der Geist klar ist, ab da wird Gott in uns geboren. Und würdest du tausendmal die Inkarnation Jesu Christi toll finden, wenn du nicht merkst, dass Gott in dir Gestalt gewinnt. Du bist das Standbild Gottes. Du bist Imago Dei und nicht nur er. Die Inkarnation geht weiter in jedem einzelnen Menschen. Natürlich auch im Baum und in der Katze, aber so ein bisschen Sonderstellung möchte ich schon für uns vorbehalten. Hier geht es jetzt erstmal darum, dass Gottes Gegenwart in uns selbst reflexiv wird. Und das Ziel ist, dass wir erstmal Wahrnehmende sind. Dann werden Sie erkennen, letztlich ist alles reine Information in einem ganz hohen Zustand. Wenn man sich mal selber als Mystiker verflüssigt, werden Sie merken, auch die Identifikation mit diesem sichtbaren Körper ist fast willkürlich. Denn wenn Sie mal diese ganzen unteren Identitätsebenen loslassen, nicht für immer, sondern einfach nur, um ein bisschen Freiheit zu genießen von der Form, dann merken Sie, wenn Sie eine Katze betrachten, werden Sie eins mit der Katze, Sie verschmelzen und lesen förmlich die Information aus der Katze aus. Dann ist immer noch diese Subjekt-Objekt-Trennung. Aber es gibt eine Ebene, dass Sie merken, alles, was Sie loslassend betrachten, zu dem werden Sie. Und wenn Sie einen Baum betrachten, sind Sie der Baum. Und es ist nur eine willkürliche, dadurch, dass wir jeden Morgen vorm Spiegel diesen Körper sehen, ihn da erstmal hinlenken und dazu sagen, das bin ich. Und das andere bin ich nicht. Also es ist schon gut, dass wir uns ausgrenzen, weil wenn man zu offen ist, da vermatscht also die Donauwelle mit Schwarzwälder Kirsch. Das macht dann auch nicht Spaß. Also ist ja gerade nett, mal dies zu kosten und mal das. Es ist sowas wie unser Spielstein, eine Arbeitsebene, die auch Spaß macht, aber es muss nicht das Gefängnis sein. Mit solchen Ebenen arbeitet dann natürlich auch Tierkommunikation. Aber auf der höchsten Ebene erkennen Sie, es gibt eigentlich nur ein großes Bewusstsein
Und mit jedem Gedanken erschaffen sie Formen. Und ab da übernimmt man die Verantwortung. Und dann begreifen sie, warum für die Mönche die Ebene der Gedanken die wichtigste ist. Der Kampf mit den Gedanken. Das sind Irrformen. In Müßig-Seminaren, das sind ja häufig Crashkurse, sage ich, zu einer Fehlform von Gedanken. Es gibt eine Kackform und eine Backform. Und wähle doch bitte, wenn du sagst, Gott sendet mir immer nur Hundehaufen, dann wähle eine andere Gedankenform. Also er sendet dir das Ungeformte und durch deinen Gedanken gießt du den allgemeinen Kuchenteig in eine Form. Und wenn du den dann auch mal im Backofen so bei großer Hitze austrocknen lässt, dann sagst du, das ist schon wieder Hundehaufen. Dann würde ich sagen, ja, nimm eine Backform jetzt mal. Wie wäre es mit Schmetterlinge, Blümchen? Weiß ich jetzt nicht, was Jungs backen würden. Ist wieder Fußball. Fußballkuchen. Ja, danke, endlich mal hier wieder Gleichberechtigung. Wenn man das begriffen hat, ich bin der Schöpfer der Welten, indem ich das Ungeformte durch meine Gedanken ausformen lasse und indem ich meine Aufmerksamkeit jetzt auch noch viel darauf lenke, ist es bis hin sich der Kraft, sogar historische Ereignisse zu manifestieren. Und ab da hört das auf, diese Subjekt-Objekt-Spaltung. Wieso hat Gott mir geschickt? Sie werden merken, Sie sind Gott, der zum Selbstbewusstsein kommt. Und jetzt geht es zum Glück nicht darum, dass sie ab jetzt, Scheiße, ich bin Christus, ich muss die Welt retten, ich muss ans Kreuz. Denn die Leidensgeschichte, die jeder Mensch erstmal unbewusst hinter sich hat, indem ihm die Bedienungsanleitung fürs Hirn fehlt, die ist gekreuzigt sein. Also mehr Hölle gibt es doch nicht. Es gibt wirklich eigentlich keine andere Hölle als dieses nicht wissen richtig, wer man ist, bis hin, mein Gott, ich bin ja Gott. Aber dann auch nicht in so einem egozentrischen Sinne, sondern dann kommen sie dahin, das Göttliche in allen Dingen und Wesen zu schauen, überall in anderer Gestalt. Nicht nur schauen, sondern spüren durch Einswerdung. Das ist eine ganz liebevolle Form von Kommunikation. Ab da hat man eigentlich keine Lust mehr, so richtig Feind mit irgendwas zu sein. Und in allem entdecken sie dann zunehmend Schönheit. Aber dafür muss man erstmal diese ganzen Alltagssorgen und diese kleinmachenden Gedanken aus sich rausgeschmissen haben. Sonst entdeckt man überall nur den Schmerz, den man mit sich rumträgt.